Hallo und hier ist die Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu diesem Bastelvideo. Wir basteln diese Woche wieder 4 Karten, habe ich mir ausgedacht. Leichte, einfache Karten zum Nachbasteln, also auch für Anfänger geeignet. Rund um das Stempelset Layering Leaves, wozu es diese schöne Handstanze gibt. Da habe ich euch schon mal ein Video zu gemacht, aber das ist einfach, ja, so vielseitig, dass ich damit nochmal eins machen möchte. Und wir kombinieren das Ganze mit dem großen Designerpapier im Block aus dem Jahreskatalog, einfach eklektisch. Da sind auch schöne florale Motive dabei. Ich blende euch das nochmal ein, dass man eben schön hier mit diesen Blättern kombinieren kann. Und wir kombinieren das Ganze, weil das ja ein englisches Stempelset ist, wo eine englische Sprüche drin sind, mit den berührenden Botschaften. Da gibt es auch noch Stanzformen zu, diese kleinen Etiketten, Stanzformen, wie auch, wo ausschauen wie Briefmarken. Genau, und damit kombinieren wir das Ganze. Also wir legen los, es gibt Materialpakete, wie immer zum Nachbasteln der 4 Karten kostenlos. Wenn ihr eine Bestellung aufgibt, mindestens 50 Euro. Und mich natürlich als Demonstrator auswählt, weil das ja ein Angebot von mir ist, gibt es das dann auch nur von mir. Wir haben eine Grundkarte in Babyrosa. Dann habe ich ein Stück Designerpapier aus besagtem Block mir rausgeschnitten. Und dann habe ich noch ein Stück Babyrosa in dieser Größe. Das wollen wir noch kurz bestempeln. Und zwar nehmen wir da nur diesen Konturenstempel und stempeln Ton in Ton mit Babyrosa. Hier jetzt diesen Zweig auf den Kartenhintergrund hier drauf. Und dann können wir hier den Streifen Designerpapier schon mal mit Flüssigkleber jetzt draufkleben. Da habe ich dann noch eine gartengrüne Hinterlegung für das Ganze. Tun wir das auch gleich auf die Karte draufkleben. Das Ganze wird eine Querformatskarte. Dann habe ich mit den Stanzformen Sticknaht Basics einmal dieses Teil hier ausgestanzt und einen gartengrünen Banner. Hier soll natürlich der Spruch drauf. Da machen wir dieses Hallo und das stempeln wir in Gartengrün. So, das war's mit der Stempelei. Ich habe jetzt mit dieser Stanze die großen Zweige einmal in Gartengrün und Olivgrün ausgestanzt, genauso wie diese Blüten, nenne ich es mal, hier. Und damit verzieren wir jetzt das natürlich auch nochmal alles. Zuerst kleben wir jetzt mal das Etikett mit Abstandsklebern auf diesen Wimpel hier drauf. So, und dann können wir nämlich hier in den Hintergrund jetzt die Zweige anbringen. Ich klebe das Ganze schon mal hinten voll. Jetzt nehmen wir uns mal noch vorher kurz den Aufhebhelfer und diese kleine Perforierkugel und machen das Ganze hier ein bisschen plastischer.
indem wir hier die Papierstruktur ein bisschen aufbrechen. Und da macht ihr jetzt wie so Adern quasi in diesen Zweig da rein. Nicht zu fest drücken, sonst bricht das Papier natürlich so, dass es das Stanzteil kaputt ist. Aber so sieht das Ganze einfach schon etwas plastischer aus. So, also jetzt können wir das Ganze hier ankleben. Ihr dürft hier selbstverständlich sonst auch mit Mini-Klebepunkten arbeiten. Ich schiebe mir das hier jetzt einfach mal in diese Position, in der es dann nachher so ungefähr sein soll. Und drehe dann einfach das ganze Teil hier um. Und sichere mir das alles nochmal mit zwei Dimensionals. Und klebe das dann jetzt hier auf meine Karte drauf. Jetzt habe ich hier noch so Glitzersteinchen. Mit denen verziehe ich mir hier natürlich auch noch ein bisschen die Karte. Also auch die Sachen sind selbstverständlich mit in den Materialpaketen mit drin. Und dann ist das schon die erste schöne Karte, die ich mir für euch ausgedacht habe zum Basteln mit diesen Produkten. Und wir machen gleich weiter mit der zweiten. Das ist jetzt in dem Fall eine Grundkarte in Blütenrosa. Immer schön aus Designerpapier abgestimmt. Da findet ihr die Farbübersichten immer auf meinem Blog unter der Rubrik Gewusst wie. Also, dieses hübsche Margaritenpapier, nenne ich es mal, habe ich jetzt hier rausgeschnitten und möchte das Ganze mit diesem espressofarbenen Panel hinterlegen. Das können wir also gleich aufeinander kleben. Und dann stempeln wir hier jetzt auf das Papier den Spruch drauf. Dadurch, dass es jetzt doppellagig ist, braucht ihr nicht zwingend hier jetzt die Stempel- und Perforiermatte nutzen. Wir stempeln in Espresso, also jetzt hier direkt da drauf. Ich habe jetzt hier den Spruch genommen, bin froh, dass es dich gibt. Und den stempeln wir jetzt hier einfach so in dieses Motiv rein. Das ja schön sehen. Wir nehmen jetzt noch den Wink of Stella, den Glitzerpinselstift und machen hier mal die Blüten mitten glitzerig. Dann habe ich ein Stück von diesem weißen Band in Fischgrätoptik reingelegt. Da machen wir jetzt einfach auf die Seite hier so einen Knoten ran. Kürzen die Enden natürlich noch mit der Schere ab. Und dann können wir dieses ganze Panel jetzt einfach mit Dimensionals höher setzen auf die Karte. Hier in die Mitte und rucki zucki, find mehr braucht es hier dann auch nicht, ist dieses hübsche Kärtchen auch schon fertig gebastelt. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht so schön glitzerig in der Kamera, aber wie gesagt, dadurch, dass wir hier diese Blüten mitten noch etwas beglitzert haben, das ist hier natürlich das Band drüber, in diesem Fall macht das Ganze auch noch mehr her. Dann machen wir gleich noch die dritte Karte. Die wird etwas dunkler. Hier habe ich jetzt eine Grundkarte in Abendblau.
Wir stempeln jetzt. Ich habe jetzt hier mit den Stanzformen, die ich vorhin schon gesagt habe, also das sind die einzigen Stanzformen, die wir benutzen, diese Sticknaht Basics. Einmal in Marineblau und in Grundweiß quasi so eine Art Rahmen gestaltet. Auf den wollen wir draufstempeln. Also diese zwei Sachen können wir gleich mit Flüssigkleber aufeinander kleben. Die passen nämlich auch jetzt so schön ineinander rein. Und dann stempeln wir jetzt hier auf die rechte Seite mit Marineblau den Zweig. Einmal hier so diese Außenkontur wieder. Bei den berührenden Botschaften ist so ein schöner Spruch mit dabei. Wenn Worte fehlen, spricht in der Stille das Herz. Wir haben jetzt hier zwar kein Herz und ich möchte es eigentlich auch nicht damit implementieren hier irgendwo, weil ich möchte hier eine Kondolenzkarte machen und da finde ich das mit dem Zweig einfach schöner. Wir stempeln jetzt den Spruch. Wer mag, kann das Ganze natürlich noch mit dem Herz verzieren. Ich fand es jetzt too much da. Das ist einmal das. Und jetzt auf den Kartenhintergrund stempeln wir den Zweig, den vollflächigen Zweig, allerdings in Versamark. Also haben wir dann quasi wieder so eine Art Wasserzeichen gemacht. Ihr wisst, dann ist es nicht ganz so dunkel, wie wenn ich es jetzt mit nochmal mit Marineblau, also Ton in Ton stempeln würde, sondern es ist einfach etwas dunkler. Nicht ganz so penetrant, nenne ich es mal. So, und hier könnt ihr jetzt ruhig so wüst in Anführungszeichen in die Mitte die Zweige da reinstempeln, weil das sieht gleich eh keiner mehr, weil dadurch ja hier unser großes Etikett reinkommt. So, und wenn die Tinte jetzt ein bisschen angetrocknet ist, dann seht ihr eben diesen Effekt. Also das ist einfach eine Nuance dunkler als der Farbkarton. Wir wickeln hier jetzt noch ein Stück von diesem grundweißen oder weißen Band hier rum, machen einfach an die Enden ein Mini-Klebepunkt. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier an die Enden einfach die Mini-Klebepunkte hingemacht. Und jetzt nehme ich mir mein Etikett und setze das ganze Teil höher mit Dimensionals wieder. So, dann habe ich auch hier diesmal noch so blaue Glitzersteine reingemacht. Und da machen wir jetzt auch einfach nur so zur Verzierung ein paar aufs Kärtchen mit drauf. Und dann ist das die dritte Kartenidee. Also wie gesagt, das geht eher in Richtung Kondolenzkarte, das Ganze durch den dunkelblauen Farbton. Und dann kommen wir auch schon zur letzten, die wird wieder etwas blumiger. Hier habe ich jetzt wieder eine Grundkarte in Babyrosa. Diesmal eine eigentlich nach oben öffnende Karte, aber die wird jetzt auch umfunktioniert als Querformatskarte. Dann habe ich aus diesen Etiketten hier, aus den Stanzformen, wieder dieses Etikett rausgestanzt mit Grundweiß für den Spruch, der da drauf soll. Und da nehmen wir jetzt mal dieses Ich denke an dich. Das stempeln wir auch in Marineblau. Jetzt möchte ich hier in den Hintergrund noch ein paar von diesen Pünktchen machen, die in diesem Stempelset drin sind. Also nehmen wir auch hier wieder Babyrosa und machen jetzt, wie gesagt, einfach so ein paar von diesen Pünktchen auf die Karte. Das reicht, wenn ihr das so am unteren oder am äußeren Rand drauf macht, das Ganze.
Weil in die Mitte kommt eh wieder unser Aufleger. Jetzt habe ich aus dem Designerpapier, hoppsa, dieses Stück Farbkarton rausgeschnitten und das möchte ich hinterlegen mit zwei Farben. Einmal hier mit dem weißen, einfach so, dass es einen schmalen Rand noch hat. Und dann mit einem marineblauen Stück. Sieht es so aus. Können wir das hier jetzt mit der Menschen jetzt auf die Karte drauf machen? Also jetzt seht ihr, die Mitte wird sowieso verdeckt von dem Teil. Wir binden uns jetzt noch wieder so ein Stück von diesem weißen Band hier drum und machen da ein kleines Schleifchen. So, und dann nehmen wir unseren Spruch, den kleben wir auch noch mit einem Dimensional höher. Und den platzieren wir hier jetzt so an die rechte Seite. Und auch hier habe ich jetzt wieder von diesen blauen Steinchen euch was reingemacht. Und die machen wir jetzt hier auch wieder zum Verzieren der Karte da drauf. Und dann war das schon die vierte Kartenidee für euch. Ich komme noch mal rein mit allen Karten. Also wie es der Teufel will, sind es diesmal alles Querformatskarten geworden, weil ich das einfach schöner fand von den Layouts her für diese Projekte. Gerne könnt ihr das natürlich auch mal in Hochkant probieren. In diesem Sinne, alles was ihr seht, könnt ihr über mich bestellen und natürlich noch viel mehr. Guckt einfach mal auf abgestempelt.net/Kataloge. Da findet ihr die aktuellen Kataloge zum Anfordern, gerne auch zum Runterladen, gerne auch zum Anfordern bei mir. Und bin froh, wenn ihr mich als euren Demonstrator aussucht, über den ihr dann bestellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, pfiat euch, eure Christine.